Ja, das Thema der Woche, die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea. Frau Navidi, für wie ernst halten Sie diese? Für extrem ernst. Je dramatischer dieser Konflikt wird, desto größer ist auch das Risiko für einen Kontrollverlust, für einen Unfall, für unbeabsichtigte Konsequenzen. Und auch, davor habe ich schon seit vor der Wahl gewarnt, je mehr die Russland-Ermittlungen gegen Trump und seine Familie sich verdichten, desto größer wird auch das Risiko, dass er eine dramatische Handlung unternimmt, um davon abzulenken. Das ist ja schon eine starke Rhetorik, die wir von Donald Trump hatten. Fire and Fury, Feuer und Wut, wie sie die Menschheit noch nie gesehen hat. Warum wählt der Präsident so drastische Worte? Also ich denke, es ist, weil er ist einfach impulsiv, das war ja nicht abgesprochen. Er ist auch inkompetent und uninteressiert, uninformiert und beratungsresistent. Und es ist eine, wie gesagt, eine opportune Ablenkung. Als er das gesagt hat, sind die Russland-Ermittlungen erstmal für 2 Tage mehr oder weniger von den Titelseiten verschwunden. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, diesen Konflikt militärisch erfolgreich für die Vereinigten Staaten zu lösen? Oder muss man sich einfach damit abfinden, dass Nordkorea Atomwaffen entwickelt? Ja, die Militärexperten hier entwerfen wilde Szenarien. Wenn man sich die durchliest, dann kann einem Angst und Bange werden. Also ich denke, eine gute militärische Lösung wird es nicht mehr geben. Dafür ist es jetzt zu spät. Das Beste, worauf man hoffen kann, ist auf ein Einfrieren des Atomprogramms, entweder durch Sanktionen. Da könnte man auch noch drauflegen, zum Beispiel indem man die Ölzufuhr stoppt, dann bricht dort alles zusammen, mehr oder weniger. Oder indem man das Unvorstellbare vielleicht sogar macht und irgendwann Nordkorea mit an den Verhandlungstisch nimmt. Man muss einfach mehr auf China einwirken. China hat die größte Einwirkungsmöglichkeit. Vielleicht noch kurz ein Blick hier auf die Wall Street und die Reaktion. Wir hatten zumindest anfänglich keine panikartigen Verkäufe gesehen. Ja, das liegt ein bisschen daran, also einmal war die Wirtschaft, befand sich sowieso im Aufschwung und Donald Trump hat nichts durchbekommen. Man hat gesagt, okay, er richtet keinen Schaden an. Das größte Risiko ist ein externer Schock, den sehen wir jetzt. Wie gesagt, noch keine große Nervosität, ja, aber noch keine Panik. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass man sagt, okay, also entweder passiert wahrscheinlich nichts, aber wenn etwas passiert, dann ist es sowieso Armageddon und dann können wir nichts daran machen. Frau Navidi, vielen Dank für das Gespräch.